Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich ganz, ganz doll, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch wieder von Herzen schnelle und gute Besserung. Und ja, ein gemischter, bunter Haul erwartet euch heute hier und wahrscheinlich haben viele, die mich schon länger schauen, jetzt gesehen, Nadine, was ist mit deinen Haaren? Ja, ich war heute Morgen beim Friseur. Und ich war die langen Haare irgendwie leid. Ich hatte sie ja ziemlich lang, ne? Und dann habe ich ein Video gesehen bei einer amerikanischen YouTuberin und fand das, die hatte halt so diesen Haarschnitt, ne? Ich habe sie mir jetzt wirklich fast gerade schneiden lassen, außer hier unten habe ich eine leichte Stufe drin, damit die besser fallen, wenn ich mir so wie, wie heute so leichte Wellen ins Haar zaubere. Kann ich es euch kurz von hinten zeigen? Ich weiß nicht. Ob man das sieht, ich habe halt so ein bisschen Volumen versucht reinzuzaubern mit dem Lockenstab und das, ja, ich finde das irgendwie schön, ne? Also so ein bisschen leichte Wellen. Es hat sich jetzt auch ein bisschen rausgehangen, weil ich habe heute Morgen, ich bin schon, boah, mir ist warm, ich muss die Ärmel hochkrempeln, ich bin schon mit frisch gewaschenen Haaren zum Friseur und meine Friseurin schneidet am liebsten die Haare dann trocken. Und ich hatte mir keinen Schaumfestiger reingemacht, weil, ja, und es ist bei mir so, also wenn ich mir morgen früh, denke ich mal, werde ich mir die Haare waschen. Und wenn ich mir dann Schaumfestiger reinmache und dann hinterher die Haare locke, dann hält das besser. Aber ich finde, ja, ich habe jetzt ein Haarband noch drin. Ich weiß nicht, ich habe eben irgendwas gesucht, gemacht und dann, ja, war mir seit langem mal wieder nach einem Haarband. Aber auch ohne Haarband finde ich, ich kann es ja mal eben machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, weil ich schon längere Zeit den... Also ich habe mir dann auch so einen leichten Seitenscheitel gezogen. Ja, die liegen jetzt nicht mehr so prickelnd. Die sind auch heute ein bisschen aufgeladen. Ich habe eben ein bisschen Haarspray drüber gegeben. Aber mit Haarband finde ich es auch schön. Und auf jeden Fall gefällt mir. Das ist ein normaler, gerader Haarschnitt und ja nichts Spektakuläres, aber ich fühle mich... Ich habe mich sofort, als sie fertig war, als wenn ich mich von irgendwas befreit hätte. Ja, weiß ich auch nicht. Die lange Haare sind auch schön, aber ich finde dieses, ja, kurz, mittellange finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und man kann auch viel machen. Und ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen strubbelig, aber egal. Also, ein gemischter Haul. Ich habe hier schwarzen Tee am Start, damit ich ein bisschen munter werde. Kaffee geht immer noch nicht. Ja, jetzt sage ich wieder, ich bin schwanger, genau. Letztes Mal hat ja jemand geschrieben, ich soll das nicht immer erwähnen. Aber das, sorry, das ist nun mal gerade sehr präsent bei mir. Ich möchte auch nicht lange drum rumreden. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein Bild gepostet, habe euch gesagt, wenn ihr Fragen habt an mich jetzt über meine Schwangerschaft oder egal, dann schreibt mir eure Fragen. Und jetzt denke ich mal, dass nicht alle von euch Instagram haben oder mir auf Instagram folgen. Deshalb ist das jetzt hier eure Chance. Ich warte bis Freitag oder Samstag. Und für Sonntag drehe ich dann ein Video ab. Möchte ich gerne dann eure Fragen beantworten. Also ihr könnt mir hier unter dieses Video jetzt auch noch Fragen stellen. Ja, wenn jetzt einer nicht auf Instagram ist, der das nicht mitbekommen hat, dann kannst du mir jetzt hier eine Frage stellen. Was liegt dir auf dem Herzen? Es muss nicht über meine Schwangerschaft gehen, es kann, ist egal, ne? Ich suche mir natürlich hinterher die Fragen raus, also was heißt raus? Ich habe schon auf Instagram gesehen, viele doppeln sich natürlich, aber ja, die Fragen, ich denke, ich werde dann versuchen, viele Fragen von euch zu beantworten. Fürs Wochenende dann, genau. Also wenn ihr Fragen habt, stellt mir die hier unter dieses Video. Genau, und jetzt fange ich an mit dem Haul. Womit fange ich denn jetzt mal an? Das ist wirklich jetzt aus den letzten 3 Wochen, kann man sagen. Ich habe das immer wieder verwahrt. Ich fange mal an mit heute, genau. Ich war bei Rossmann nach dem Friseur und bei Rossmann gab es nämlich auf vieles wieder 30% und zwar auf Lip Liner, Lippenstifte, Mascara und noch irgendwas. Lip Liner, Lippenstifte, Mascara und noch irgendwas. Das zeige ich euch gleich. Da habe ich mir eine Mascara nämlich gekauft. Und bei Rossmann habe ich mir so einen schönen goldenen Kunststoffteller gekauft. Der ist nicht schwer. Ich fange jetzt an, weihnachtlich zu dekorieren. Und ja, der hat gekostet 2,99 Euro. Und mal gucken, ob ich den dieses Jahr verwende. Ich denke mal schon. Schauen wir mal. Ja, ich habe irgendwie Platzmangel. Ich muss meinen Tisch aufräumen.
Dann habe ich mitgenommen, war auch im Angebot von Feodora, Frohe Weihnachten Täfelchen. Das ist hier von der Schokoladenmarke, sind das so schöne, süße, kleine Täfelchen. Und die gebe ich immer gerne, wenn ich Geschenke einpacke, dabei. Es gab noch Edelbitter und ich habe hier Vollmilch Karamell Zimt. Ja, genau, die gebe ich immer so gerne zu den Geschenken dabei. Dann war auch reduziert von Elnett, L'Oreal, hier das Haarspray. Ich benutze Elnett sehr, sehr gerne und habe das gerade auch ausprobiert, habe noch mal ein bisschen gesprüht und kann euch sagen, ist wie jedes andere von Elnett auch. Es ist super, es lässt sich immer gut ausspülen, der Duft geht in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, was hier dran das Besondere ist. Starker Halt, leichtes Aus. Hier steht halt Limited Edition. Wahrscheinlich haben sie einfach nur die Flasche hier anders angesprüht. Ist ganz lustig mit dem Schwarzgold. Ja, Haarspray brauche ich immer. Und deshalb, ja, war das nötig. Dann habe ich mich bei den Haarsachen umgeschaut. Ich habe keine richtige Haarkur mehr gehabt. Und dann, ja, habe ich mich jetzt für die entschieden, weil die war auch... Nee, ich glaube, die Kur war nicht im Angebot. Aber von Ghul waren... Ja, leider. Shampoos waren alle von Ghul im Angebot. Das ist die Tiefenaufbau-Intensiv-Reparaturkur. Diese hier. Mit Manoiöl. Und die muss im Haar bleiben, mindestens 2 bis 3 Minuten. Ich verwende die meistens eh, wenn ich bade. Und dann lasse ich die auch mal eine Viertelstunde im Haar. Ich kann ja mal dran riechen. Oh ja. Bin ja eh im Moment geruchsempfindlich, aber das ist in Ordnung. Das riecht angenehm süßlich. Ja, so ein bisschen süßlich. Ist eine, wie so eine Mousse, ziemlich fest. Und ihr seht, ich bin schon geschminkt. Das heißt, ich werde euch jetzt gleich viele kosmetische Sachen zeigen, dekorative Kosmetik, mit der ich mich heute auch geschminkt habe. Ja, das, ja, sonst probiere ich das gerne mit euch aus. Aber da ich heute schon unterwegs war, dachte ich mir, machen wir das mal heute ausnahmsweise so. Weil ich wollte schon gerne ein Video für euch halt abdrehen. Das war auch im Angebot von... Domol kaufe ich selten. Also Spülmittel kaufe ich meistens irgendwie, warum weiß ich nicht, im DM. Aber dieses hier mit diesen schönen winterlichen Motiven. Und hier steht es schon, das ist ein Spülmittel mit Mandelduft. Und dann habe ich im Geschäft dran gerochen. Neben mir stand eine ältere Frau. Und habe dann so gesagt, boah, davon bitte ein Deo. Das riecht so wirklich gar nicht nach Spüli. Ganz, ganz angenehm nach Mandel. Und die lachte sich dann kaputt und nahm sich dann aber auch eine Pulle mit. Ja, Spülmittel geht ja immer. Ich habe den Kassenbon noch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob, Moment, da der reduzierte Preis immer draufsteht. Doch, 79 Cent habe ich nur noch bezahlt. Ja, genau, 79 Cent. Also, ich sag euch jetzt den Preis immer, weil das Einblenden, ich habe leider die Woche nicht so viel Zeit, deshalb verzeiht es mir. Genau, 79 Cent. So, fange ich jetzt mal an. Davon, ich habe nicht mehr von allen Einkäufen den Kassenbon. So, aber dann fand ich ganz interessant, weil Montagne Jeunesse, bei uns im Rossmann gibt es keine Masken. Aber dann habe ich heute beim Haarregal dieses hier gesehen. Ich dachte erst, wieso haben die im Haarregal Gesichtsmasken? Aber man sieht vielleicht, das sind Haarmasken. Kannte ich noch gar nicht. Coconut-Protein-Maske ist das und die soll, hinten steht es auch auf Deutsch drauf, reichhaltige Öle aus der Kokosnuss führen dem Haar Feuchtigkeit zu. Die Maske stärkt das Haar von den Wurzeln und sorgt für mehr Volumen. 1 bis 5 Minuten entspannen, also 5 Minuten würde ich es dann auch im Haar lassen, ja. Bin ich schon sehr gespannt drauf, ich denke, das ist eine Anwendung, obwohl ich habe ja jetzt kürzere Haare, vielleicht auch 2 Anwendungen. Mal gucken, bin ich schon sehr gespannt. Hat jemand von euch diese, eins von den Haarmasken schon ausprobiert? Die haben gekostet, Moment, die haben gekostet gar nichts. Da ganz, 99 Cent, genau, das Stück. So, dann habe ich nämlich noch diese, also es gab auch nur die 2 Sorten. Das sieht auch lustig aus. Purple Papaya. Und zwar... Das ist eine Maske, die exotisch duften soll, die der Haarwurzel und dem Haarschaft Feuchtigkeit.
Feuchtigkeit zuführt. Dazu glättet sie das Haar und bringt neuen Glanz. Super, hört sich gut an. Also es war bei mir auch nötig. Hier, das, was ich jetzt noch an längeren Haar hatte, war ziemlich trocken. Dadurch, dass ich ja, hier seht ihr auch noch so ein bisschen die Reste von meinem Balayage, was ich im Sommer oder im Frühjahr mir diesen Jahres reingemacht habe. Aber das finde ich ganz schön jetzt. Wenn man so leichte Wellen hat, dann kommen nochmal die Strähnchen durch. Genau, ja. Die soll auch 1 bis 5 Minuten im Haar bleiben. Schön. So, dann habe ich noch mitgenommen, genau, davon sprach ich eben, 30% auf halt Mascara und so. Und dann habe ich mir wieder die Paradise Extated Mascara mitgenommen, die ja in aller Munde ist. Die trage ich auch heute. Hier seht ihr sie ausgepackt. Die hatte ich ja in der Zuschauerpost. Die ist wirklich klasse. Ich habe eine Schicht, ich hole euch gleich nochmal ran, ja. Ich habe eine Schicht auf den Augen. Leider ist hier nicht viel drin und sie ist ganz schön teuer und deshalb habe ich zugeschlagen, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ich werde das jetzt immer so machen, wenn auf Mascaren, wenn es da 30% gibt bei Rossmann, dann werde ich mir die kaufen. Es sind nur 6,4 Milliliter da drin und die kostet, glaube ich, 10 oder 11 Euro. Und die ist fast leer. Da kommt, also ich habe das Gefühl, dass die fast leer ist und ja, jetzt habe ich sie mir nachgekauft. Ich schaue mal eben, ob ich sie hier finde ganz fix. Wo bist du? Hä? Ich finde die nicht. Ach, ganz oben, natürlich. 8,36 Euro, ja. Das ist halt immer schon abgezogen, genau. Sonst kostet die, glaube ich, 11 Euro rum. Und ich habe jetzt noch 8,06 Euro. Ist auch viel Geld für eine Mascara, aber die ist wirklich toll, weil nach einer Schicht habe ich schon das gewünschte Ergebnis. Und mein Lippenprodukt heute, das ist übrigens nicht neu, ist nicht wasserfest. Das klebt hier schon. Fröhlich am Tassenrand. Okay, jetzt kein Bäuerchen machen, Nadine. So, dann habe ich mir noch Haarprodukte mitgenommen. Im Moment ist es bei mir so, dass ich ganz, ich habe nicht viele Haarprodukte im Moment offen. Und einiges habe ich schon verschenkt, wirklich. Das von Balea und das eine hier von Garnier. Es konnte, mir wurde schlecht beim Haare waschen. Ganz komisch, ja, wahrscheinlich durch die Schwangerschaft. Ich rieche alles jetzt viel, viel intensiver. Und dann, wie gesagt, war auch Glisskur im Angebot heute bei Rossmann. 1 Euro irgendwas nur. Moment, Glisskur. Genau, 1,19. Das ist jetzt das Shampoo und die Spülung habe ich auch. Das ist diese schwarze Reihe und zwar Ultimate Repair. Sehr geschädigtes, trockenes Haar. Meine Haare sind halt noch recht trocken. Und ich habe da dran geschnüffelt. Und diese Glisskur-Sachen riechen eigentlich alle immer wunderbar. Ja, das riecht so nussig, so. Boah, toll. Ja. 20% Keratin. Sofort sichtbar verbesserte Haarqualität. Dazu halt die Spülung. Genau, ich weiß schon nicht mehr. Ich muss gleich erstmal hier aufräumen, bevor wir weitermachen. Und die Kur, die habe ich mir auch mitgenommen. Das ist die 1-Minuten-Kur. Die kann man unter der Dusche auch toll machen. War auch reduziert auf 1,79 Euro und die riecht genauso. Ja, genau so. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch was Interessantes habe. Das ist für den Hund. Ne, das letzte, was ich euch jetzt noch zeige, ist dieses hier. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist wohl neu von Syos. Ist das ein Hitzeschutz? Das heißt Keratin Heat. Ja, genau. Ich hatte noch einen Hitzeschutz und da ist es wirklich so, das stinkt im Moment. Ich kann sie jetzt nicht nehmen, während ich schwanger bin. Geht nicht. Und deshalb, ich habe dann da dran gerochen und oh, das riecht angenehm blumig. Gar nicht penetrant oder so. Oh, jetzt ist da was rausgekommen. Also das, ja, habe ich dann probiert im Laden und sofort mitgenommen. Weil ich jetzt, ich werde jetzt vermehrt, weiß ich, jetzt mit den kürzeren Haaren macht das so viel Spaß. Das geht so schnell, wenn wir eben Volumen in die Haare zaubern. Und das hat gekostet... Syos, ich habe dich doch eben schon gesehen. 3,99 Euro. Ist nicht ganz so günstig, aber es soll halt die Haare vor bis zu 230 Grad vor Hitze schützen. Zweimal mehr Keratin, Antifeuchtigkeit, Frisskontrolle. Friss. Drei Frisskontrolle. Friss! Mensch. Und 3 Tage Stylingkontrolle. Ja, ich werde es ausprobieren. Weil ich finde es schon wichtig, wenn man sich die Haare mal glättet oder mit heißen, auch gerade auch beim Föhnen, ne, dass man Hitzeschutz hat. So, das waren jetzt die Rossmann-Sachen. Die räume ich jetzt mal eben wieder weg, damit ich Platz habe und dann geht es weiter. So, dann war ich irgendwann mal im DM
und habe einen Aufsteller gesehen und habe mir dann Wattepads mitgenommen. No Drama Lama von Evelyn. Ja, zuckersüß hier, das Motiv. Das sind die extra 50 Stück. Die sind super soft. Die sind ein bisschen softer und weicher. Aber ich nehme die auch gerne fürs Augen-Make-up oder für die Fingernägel zum Ablackieren. Ich habe es mit zweimal mitgenommen, weil, ja, ich weiß nicht, ob ich davon habe, ich glaube, ich den Bon nicht mehr. Nee, egal. Kommt jetzt weg. So, es gab aus der Reihe auch noch, glaube ich, von Balea Duschgel, aber da ist ja wieder dieses Mikroplastik drin. Eine Maske gab es, aber das hat mich nicht. Ich habe nur die Wattepads jetzt mitgenommen. Dann, ganz unspektakulär, aber trotzdem süß, auch zum Verzieren von Weihnachtskarten, habe ich mir so Weihnachtssticker-Motive mitgenommen. So einen Riesenbogen. Ja, verschiedene Sticker, die man dann einfach irgendwo auf Briefe kleben kann. Hier steht der Preis. 1,45 Euro für 100 Sticker. Da. Da steht der Preis irgendwo. Genau, das ist in Ordnung, finde ich. Kommt jetzt auch hier rein. Dann habe ich mir mitgenommen, ja, ich fand die so schön. Die sind ja auch günstig von Soft und Sicher. Die Classic, die sind, glaube ich, vierlagig. Ja, und schaut euch das Motiv an mit diesen Rosenblättern. Das musste einfach mit, ne? Und das wird ja auch nicht schlecht. Aber der Tee wird kalt. Moment. So. Ja, dann habe ich mir im DM so einen Teller mitgenommen. Das ist auch so aus Kunststoff, kann man leicht reinigen. In so einem schönen Weihnachtsgrün. Der hat gekostet 1,95 Euro. Genau. 1,95 Euro. Was habe ich noch? Ganz unspektakulär von Evelyn. Die Sandblattfeile, also Profifeile heißt die, zum Nägelkürzen. Die nehme ich am allerliebsten. Die hat eine feine und eine grobe Seite. Und ich benutze meistens nur die feine Seite. Und ja, ist so ein, wie sagt man, Favoriten, ich dachte gerade, da wäre eine Fliege irgendwie, so ein Tier gewesen, ja, Favoritenprodukt halt. So, dann habe ich mir mitgenommen von Alverde, Nagelhärterkur, ich dachte, da wäre hier, irgendwie höre ich heute komische Sachen. Genau, ich wollte mal dieses hier ausprobieren, da ist ja kein Formaldehyd drin. Ich hatte ja für meine Nägel, also so diese Länge jetzt hier, finde ich, länger brauche ich es auch nicht, finde ich toll. Aber ich habe aufgehört mit dem vom Mikrozell, weil da Formaldehyd drin ist und das stinkt ja auch bestialisch. Und jetzt wollte ich halt umsteigen auf Alverde. Bin ich gespannt, werde ich mal morgen ausprobieren. Immer bevor ich meine Nägel lackiere, dass ich dann von Alverde diese Nagelhärterkur verwende. Ne? So als Schutz auch. Hat einen ziemlich dünnen Pinsel. Der riecht aber angenehm. Boah, das riecht sogar total angenehm. So gar nicht nach Nagellack, sondern nach, was ist da drin? Bambuskeratin? Das riecht irgendwie nach Rose. Einmal täglich auf die unlackierten Nägel auftragen. Okay, ja, ich werde es ausprobieren. So, dann habe ich noch mitgenommen, weil ich nichts mehr hatte. Den hier habe ich nämlich platt gemacht. Also ich hatte keinen Augen-Make-up-Entferner mehr in ölhaltig. Und dann habe ich mir den mitgenommen, weil ich den liebe. Von Maybelline. Und den wollte ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Ich hatte von Balea mal den normalen. Und das ist jetzt der ölhaltige mit den zwei Phasen. Weil der von Balea ist natürlich günstiger wie der von Maybelline. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Der ist vegan, steht hier, hat auch zwei Phasen, pflegt die Wimpern für wasserfestes Make-up. Ja, hier sind 100 ml drin. Naja gut, hier sind 125, also 25 ein bisschen mehr. Aber ja, ich werde beide, also ich werde das von Balea mal auf Herz und Nieren testen. So, so und jetzt kommen wir, glaube ich, ja, jetzt kommen wir zu dem vielleicht für euch interessanteren Teil. Ja, ich... Es gab ja in den letzten Wochen auch immer wieder schöne LEs. Einmal gab es von Real Techniques so eine limitierte Auflage. Ich finde Real Techniques Pinsel hier von den Pixie Woo Schwestern, finde ich schön, habe ich ein paar von. Und ja, limitierte Edition. Da gab es noch andere Pinsel. Ich hole ihn jetzt mal raus. Ich hoffe, ich kriege es hin. Es gab noch andere Pinsel, genau. Ne, das ist falsch, Nadine. So ein Blendepinsel, glaube ich, dann ein Blushpinsel und ein Konturpinsel. Ich fand aber am interessantesten
halt den... Oh, da kommt der Puma. Hallo, ja. Ja, fein. Puma hat gerade geschlafen. Ja, hallo. Hast du Haie gemacht? Ja, willst du einen Nachtisch? Ich gebe mal eben Puma ein Lecker. So, ja. Genau, Prost. Mhm. Haben wir den lieben Puma auch versorgt. So, meinst du, ich komme jetzt... Also den habe ich bestimmt schon knapp 2 Wochen bei mir. Aber ich wollte ihn halt mit euch zusammen auspacken. Und jetzt kriege ich ihn nicht raus. Doch, da ist er. Genau. Den fand ich mal halt sehr stylisch. Oh, da klebt jetzt noch was am Stängel hier. Naja, muss ich gleich mit dem Messer abmachen. Ja, das ist dieser Pinsel. Schön glitzerig, aber der Glitzer ist gut festgeklebt worden. Ja, und das ist die Nummer 300. Und so sieht das Teil aus. Sehr schön weich und angenehm. Muss man aufpassen, ne? Wenn man vom Spiegel sich schminkt, dann eckt man schon mal gerne mit so langen Stängels am Spiegel an. Aber der fühlt sich toll an. Ja. Spielzeug brauche ich. Muss ich gleich waschen. Hat gekostet, ich glaube, 14 Euro. Ja, aber das also Preis-Leistung, ich finde das in Ordnung. Mhm. Das weiß ich noch, 14 Euro. So, dann habe ich auch irgendwann entdeckt, diese LE von Catrice. Wie heißt du? Caviar Gauche Eye Blender, genau. Limited Edition, das ist der Pinsel. Da gab es noch einen anderen, den fand ich nicht so interessant. Dieser hier war auch nicht, also die LE war auch ziemlich teuer. Habe ich den Bon nicht mehr. Ich glaube, der Pinsel lag bei 3 Euro irgendwas. Kommst du raus, aber ich fand den so schön. Und Eye Blender geht immer. Den muss ich jetzt auch noch waschen. Der hat halt so Kunstleder und dann der Rest ist hier aus Gold. Hier steht Catrice und hier ist der Pinsel. Der ist eher festgebunden, das mag ich. Da kann man auch mal ganz präzise hier, ja, ich weiß, ich habe heute ein sehr auffälliges Augen, ein glitzeriges, schimmerndes, seht ihr gleich, womit ich das gemacht habe. Ja, habe ich extra halt ausprobiert für euch. Aber der liegt gut in der Hand, der ist schön, da freue ich mich drauf. So, und dann gab es natürlich in der LE ganz klar, was habe ich mir noch mitgenommen, richtig. Ich liebe Highlighter und... Das haben jetzt schon so viele in die Kamera gehalten und ich tue es jetzt auch. Der war auch, das war der letzte. Und dann war ich in einem anderen DM. Da waren 2 von diesen Dingern. Ich wollte jemanden den gerne noch schenken, aber bei dem einen war der Deckel abgebrochen, bei dem anderen war so drin rumgewurstet worden mit dem Finger, also unmöglich. Das Teil liegt bei über 5 Euro, aber es ist ein riesen Oschi von 35,7 Gramm. Wow! Ich war heute schon drin, da oben in der Ecke. Aber schaut euch mal dieses schöne Motiv an. Und das ist ein Highlighter. Der ist ganz weich, hat keinen groben Glitzer, ist so Champagner-Goldfarben. Ich mache es mal hier hin. So, ne? Wunderschön. Und ich trage den heute hier. Ich habe heute mal ein bisschen fetter aufgetragen für euch. Ja, also... Der leuchtet. Und natürlich, genau, weil ich ihn so schön finde, ich zoome euch mal ran, mein Stupsnäschen. Also das ist der ideale Highlighter für Stupsnasen. Also ich mag das ja und ich finde den klasse. Ihr seht, kein grober Glitzer, tolle Farbe. Und weil ich ihn so schön finde, auch unter meinem Augenbrauenbogen. Also hier seht ihr ihn nochmal, ne? Geht so ins Gold, schöner warmer Ton. Hier auch und dann unter dem Augen. Also ich habe heute ein bisschen... Mir war heute so ein bisschen schon nach Weihnachten und Silvester zusammen. Duftet ganz angenehm, krümelt so ein bisschen, aber es ist, ja. Ich bin gespannt, wann ich den aufbrauchen werde. Das dauert ein bisschen. Obwohl, das könnte man ja mal machen, oder? Das ist ja hier diese Frisbee hier. Frisbee, ja. Klar, den kannst du dir auch aufs Dekolleté knallen, steht hier drauf. Aber mache ich nicht so gerne, weil ich meistens nicht so schöne braune Haut habe. Auf meiner blassen Haut finde ich das dann im Dekolleté nicht so schön, aber hier und auf der Nase vielleicht, ja mal gucken. Aber ich denke, viele von euch werden sich das Teil gekauft haben. So, wo packe ich denn, wo habe ich denn, ach da, okay. Dann, das war aus der Catrice LE, dann gab es ja auch die Essence LE und zwar mit dem wunderschönen Namen Made to Sparkle. Und eigentlich war mir gar nicht so nach Quattros, nach Lidschatten, nach kleinen Paletten. Aber hier steht drauf, Highlight Transforming Prismatic for Eyes, Cheeks and Lips. So,
Also bei uns im Rossmann ist der Aufsteller noch richtig frisch. Ich habe die letzte Woche gekauft im DM. Bei Rossmann könnt ihr auch Glück haben, dass ihr die noch bekommt. So, und die ist halt außergewöhnlich. Ich trage die heute auf meinen Augen. Ja, die kannst du dir als Highlighter, kannst du dir das hinmachen. Aber ich sag mal so, ihr seht vielleicht, die sind halt, die haben so eine leicht pudrig-cremige Konsistenz. Ja, und wenn ich hier reingehe, das fühlt sich leicht feucht an. So, den habe ich, ja, ich zoome euch mal ran, den habe ich, sieht man nicht so gut, nicht da im Augeninnenwinkel, sondern hier im vorderen Bereich, da. Der leuchtet so ein bisschen, changiert der so pinkfarben, oder war das der andere? Moment, ich muss mal eben gucken. Nee, das war der. Und dieser hier, den habe ich im Augeninnenwinkel, der schimmert, genau, der schimmert leicht pinkfarben und der hier leicht bläulich. Weiß nicht, ob man es auf dem Handrücken sieht, man es besser. Der ist so eher pink und der so ein bisschen mehr bläulich. Und den bläulichen habe ich hier im Augeninnenwinkel, finde ich wahnsinnig toll. Der so ein bisschen holomäßig, ne? So, ich brauche mal eben ein Tuch. Den gelben trage ich auf meinem kompletten ganzen Lid. Und den grünen habe ich mir in die Lidfalte geballert. Also die sind auch gut pigmentiert. Der gelbe nicht ganz so. Natürlich, damit das so intensiv rüberkommt, wie es jetzt bei euch rüberkommt, hoffe ich, musste ich doch ganz schön schichten. Aber ich finde, es ist mal was anderes und warum nicht, ne? Genau. Zoome ich euch mal wieder raus. Ja, also das ist meine Nase. Das ist wirklich eine tolle, interessante Palette. Ich finde, so ein Augen-Make-up, wie ich es jetzt trage, passt gut in den Winter rein. Das schimmert, das leuchtet und ich, ja, ich finde es schon und es ist außergewöhnlich, weil es so changiert. Also die lohnt sich wirklich, dass ihr euch die vielleicht mal anschaut. Ich weiß jetzt nicht mal, war nicht so teuer. 7,7 Gramm. Dann aus der LE habe ich mir, glaube ich, nur noch mitgenommen. Wo ist es denn jetzt? Genau, also die Palette und das Teil. Da gucke ich jetzt mit euch zusammen rein. Das ist die Surprise Bag. Mit diesen Glitzerteilen und man weiß nicht, hier, ich fühle was, aber ich weiß nicht, ich habe auch in keinem Video gesehen, dass das jemand ausgepackt hat. Deshalb kann ich euch nicht sagen, es steht drauf, Shine Bright Like a Diamond. Essence feiert den 15. Geburtstag und zu jedem Geburtstag gehört auch eine Überraschung. In dieser glitzernden Überraschungstüte findest du ein super süßes Kosmetikprodukt, das jedes Beauty-Herz höher schlagen lässt. Dann gucken wir da jetzt rein. Ich kann euch auch nicht schreiben, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch das gekauft habt und ob ihr das gleiche drin hattet. Vielleicht haben die ja auch verschiedene Sachen reingepackt. Ich weiß es nicht. So, Moment. Jetzt habe ich es oben aufgerissen. Jetzt habe ein bisschen Angst, dass das... siehst du, da geht schon los. Diese goldenen Dinger, die sind jetzt hier überall und jetzt versuche ich das Produkt mal vorsichtig rauszuholen. Das kann man ja auch noch schön für Weihnachtsdeko benutzen. Die will ich jetzt auch... Oh, die kleben hier so ein bisschen dran. Moment. Was ist das? Okay, jetzt habe ich so ein bisschen Lametta auf dem Tisch. So, das war da drin. Das sieht mir aus wie ein Lippenstift. Kann das sein? Wow. 01 Shine Bright Like a Diamond. Ja, klar. Wow, ja. Ein Gelee-mäßiges Teil, farblos, aber ich glaube, da ist ein bisschen Glitzer drin, wa? Cool. Riecht ein bisschen künstlich, aber gut. Und wenn ich jetzt hier so über meine Hand fahre, sehe ich nur so einen schönen Fettglanz. Ich denke mal, diese Kristalle, wahrscheinlich bin ich da noch nicht dran gekommen jetzt, oder? Ich rubbel mal noch ein bisschen. Nee. Naja, ich kann es ja mal über meinen Lippenstift geben. Ja. Vielleicht seht ihr dann Glitzerpartikel. Hm? Nicht wirklich, ne? Oh, jetzt ist er ein bisschen versaut. Auf meinen Lippen trage ich nämlich mein im Moment liebstes Lippenprodukt. Von Revlon. Wirklich große, große Liebe. Aus dieser Reihe hier, Ultra HD. Ja, und die sind eigentlich matt. Und das ist die absolute, ich finde, die Farbe steht mir so gut. Und ich liebe das Finish. Ich liebe
alles an diesem Teil. Hatte ich euch damals gezeigt. Nicht ganz günstig, aber Revlon gibt es ja jetzt bei Rossmann. Das ist so eine schöne Farbe und ich liebe die Konsistenz. Der trocknet schnell an. Er hält jetzt, ist leider nicht wasserfest. Seht ihr ja hier, ne? Da oben klebt es am Rand, aber große Liebe. Ich habe die Nummer 655. Das steht hier unten ganz klein. Es gibt noch andere schöne Farben, aber das sind wieder Farben, die würde ich nicht tragen. Und diesen trage ich im Moment fast nur noch. Ja, aber dieser finde ich eine schöne Überraschung. Vielleicht komme ich auch irgendwann an die Glitzerpartikel dran. Aber jetzt ist mein Lippenstift oder ja, ist nicht mehr matt, sondern glänzend. Ist schön, ist eine nette Überraschung, so als Lippenpflegestift, ne? Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das in allen Surprise Bags drin war oder ob ihr was anderes drin hattet. Ich hatte jetzt den Lippenstift und werde mal vorsichtig hier, jetzt schaut mal, oder ist da noch mehr drin? Nee, das ist wirklich nur noch hier, nee, das ist nur noch der, also dieses Lametta-Zeug. So, okay, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Genau, P2 hat auch eine LE rausgebracht und da war ich dann hin und weg irgendwie. Beziehungsweise zwei LEs. Fangen wir mal an mit dem, mit der LE, die ich schon länger besitze. Und zwar die Motown Glam. Motown Glam, genau, das ist, das sind so Pigmente. Da alles, was mich interessiert hat, war eigentlich nur diese Pigmente, Glitterpigmente. Dieses hier habe ich jetzt noch nicht verwendet, kommt in einer praktischen Flasche. Und dies habe ich jetzt auch noch gar nicht geswatcht. Ist alles so aus Gummi, könnt ihr bewegen und dann kann man das einfach hier so ein bisschen, seht ihr, kommt dann schon was raus. Das finde ich ganz praktisch. Oh, und das hier habe ich jetzt noch nicht, ich verstreiche das mal hier, seht ihr. Ich weiß nicht, ich denke mal, das kann man auch im angefeuchteten Zustand, dann habt ihr mehr Pigmentierung einfach. Das ist so ein schönes Bronze-Gold und da war ich irgendwie hin und weg. Es gab, glaube ich, wie viele Farben gab es da? 3, 4 Farben. Ich habe 2 mitgenommen. Und zwar dieses hier halt, ne? Mit dem Namen Soul Rose. Das ist die 010. Und dann gibt es, was ich mir noch mitgenommen habe, ist die 040 Swing Burgundy. Und hier hinten steht drauf, die glitzernden Pigmente bringen die Haut zum Strahlen und sorgen für einen glanzvollen Auftritt. Perfekt geeignet für alle Gesichtsbereiche, Körper und Haare. Nee, in der Haare nicht. Nee, in der Haare stelle ich mir das nicht schön vor. Nein. So, und das ist so ein Taubton. Und den trage ich am unteren Wimpernkranz. Ich gebe es euch mal auf der Hand eben. Huch. Das ist jetzt der trockene Zustand. Da habe ich ganz schön viel auf einem Punkt. Das changiert und ist so blau, ja, blau, je nach Lichteinfall, braunrot. Seht ihr? Ganz, ganz irre. Da habe ich den Pinsel, den abgeschrägten Pinsel angefeuchtet und ich hoffe, man kann es erkennen. Ich trage den mal am unteren Wimpernkranz. Ja, da habe ich mir quasi dieses tolle Glitzerpigment. Also wenn ihr da noch dran kommen könnt, bei uns gibt es die LE noch im Aufsteller oben. Finde ich toll. Ja, genau. Finde ich richtig, richtig klasse. Tolle LE. So, jetzt schrauben wir das mal wieder zu. Und ich finde das auch praktisch, super gelöst mit dieser Flasche. Ne? Ich finde es toll. So, dann gab es dazu, habe ich mir dann auch mitgenommen aus der LE. Das ist extra ein Primer. Also eine Lidschattenbase. Und die habe ich heute auch verwendet. Ich habe zwar jetzt auf dem ganzen Lid kein Pigment verwendet, sondern nur im unteren Wimpernkranz. Aber ihr seht vielleicht, das ist jetzt die Base und die klebt jetzt auch nicht dermaßen. Aber man spürt, wenn man die auf dem Auge aufträgt, die zieht schnell ein. Die glänzt jetzt auch nicht, hat jetzt keinen Glitzer. Und jetzt, ich weiß nicht, bis ich habe es ja jetzt schon seit ein paar Stunden auf dem Auge, das, nee, sieht noch gut aus, ist noch nichts verrutscht. Das sieht gut aus, ja. Also bisher hält die schon das, was er hoffentlich verspricht, ja. So, das war die LE und jetzt kommen wir zu der aktuellen P2 LE und zwar mit dem Namen Galactic Beauty.
Genau. Und da haben mich natürlich sofort hier die Blush und Highlighter in einem angelacht. Multi-Use Powder. Ja, die haben da so ein blöde, seht ihr das? Diese brauner Button und dann diese helle Schrift, kannst du kaum lesen. Ich habe hier die 020 Beauty Capsule. Das ist halt so ein Kombipuder, ja? Dieses habe ich heute verwendet. Das sieht man vielleicht auch. Ist gebacken und ich bin mit einem Pinsel hier rein und habe aber auch ein bisschen von dem Highlighter mit erwischt. Wunderschöne Farbe und das habe ich mir dezent, naja, was so bei mir dezent ist, mit diesem Pinsel hier aufgetragen. Und es, wenn man jetzt nicht gerade hier volle Kanne in den Highlighter reingeht, ne, das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich mische das jetzt mal auf. Mit dem Highlighter gemischt, seht ihr, da habt ihr dann schon einen krassen Glanz. Ich habe jetzt mehr von dem Blush erwischt und ich finde den toll. Ich mag diese Farbe. Und den anderen habe ich auch mitgenommen. Habe mir gedacht, hinterher weinst du dem hinterher. Und ja, dann muss es auch dieser noch sein, die 010 Cosmic City. Das ist so ein warmer Orangeton. Genau. Und der Highlighter ist etwas heller wie gerade bei dem Burgundi. Dann mache ich mir mal hier hin. Jetzt haben wir erstmal getrennt. Der ist auch matt. Ne? Also das Blush ist an sich matt. Und wenn man jetzt beides vorsichtig miteinander hier vermischt, dann hat man ja einen wunderschönen, habe ich mir jetzt mal hier hin gemacht, ganz, ganz hellen Orangeton. Aber ja gut, man kann das ja, wie man möchte. Ne? Aber ich finde die Kombination toll. Oder man nimmt nur den Highlighter. Aber ja, den werde ich bestimmt auch bald auf Herz und Nieren testen. So, und dann habe ich mir noch, genau, dann zoome ich euch gleich mal wieder ran. Also aus der LE hat mich dann noch interessiert der Strobing Eyeliner. Und der hat, glaube ich, gar keinen Namen. Nein. Genau, changierende Pearl-Pigmente sorgen für einen glanzvoll frischen Augenaufschlag. Und das ist, sieht man das, trotz, ja, ein wunderschöner, heller Eyeliner. Zeige ich euch gleich den Pinsel. Der ist so warmes Gold, würde ich sagen, leicht peachfarben. Das ist schon so ein dünnes, bewegliches Pinselchen. Und der trocknet relativ schnell an und changiert so Gold und ich finde so Pink Peach. Ganz interessante Farbe. Ich mag so helle Farben. Ja, und den trage ich halt am oberen Wimpernkranz. Hat sich toll auftragen lassen, schnell angetrocknet und warum nicht mal einen hellen Eyeliner. So, das war die... das war es nicht. Nein, ich brauche nur einen Schluck. Natürlich, ihr wisst, durch meine Lidschattenlotus... Ich liebe Lidschatten. Und in dieser LE Galactic Beauty gibt es 3 Mono-Lidschatten. Die könnte ich auch mal mit euch ausprobieren. Die sind gebacken. Moon Dust Eyeshadow. Und zwar habe ich hier dieses wunderschöne, ich musste alle 3 mitnehmen. Die 030 Mind Blowing. Hochpigmentierter Lidschatten mit metallisch reflektierendem Finish zur Farbintensivierung. Lidschatten mit einem Tropfen Wasser nass auftragen. Ja, jetzt gehe ich da. Es gab keine Tester. Es gab auch von den, weil ich habe jetzt schon vermehrt in Videos gehört, ja, da gab es einen Tester. Also bei uns gab es weder bei diesen Blush Highlighter Geschichten, auch nicht bei den, ich habe das quasi auf gut Glück gekauft, weil es mich so angelächelt hat. So, und das ist jetzt, ja, dieses Grün passt gut zu meinem Fingernagel. Oh, wow. Ich würde sagen, im trockenen Zustand schon gut pigmentiert. Und das ist ein wunderschönes, dunkles Moosgrün. Passt hervorragend jetzt in die Tannenbaum-Weihnachtszeit. Ja. Und dann noch mit angefeuchteten Pinsel. Stelle ich mir gut vor, schön vor. So, dann haben wir hier diesen schönen Ton. Das ist 020 Dare to Dream. Also so ein Pflaumeton, pink-rot. Oh, wow. Ja, die haben so ein leicht, aber nicht zu krass metallisches Finish. Also der, vom Finish her finde ich das schön. Nicht zu metallisch, seht ihr? Aber eine tolle, trotzdem eine intensive Leuchtkraft. Wahnsinn. Ja, und dann musste der dritte natürlich auch mit. Und zwar die 010 Upside Down. Das ist auch so ein schönes, warmes, dunkles Gold. Ja, das ist ein bisschen krümelig. Wow!
Ich glaube, der hat noch am meisten so leicht metallisches Finish. Schaut mal. Da um Finger. Hohoho. Krass. Die passen auch farblich, finde ich die toll zusammen. Ja, da konnte ich natürlich, ihr wisst, es kommt in meine Schatztruhe. Die lohnen sich. Die sind gut pigmentiert, kriege ich so gar nicht mehr hier runter. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, ihr Lieben, das war's. Oder habe ich mir, ist irgendwie so, als hätte ich was vergessen. Nee, das war's. Hui. Also, ja, ich wollte auch erst bronzen heute noch oder so, aber dann habe ich mir gedacht, versuch erstmal dieses Schätzchen in Ruhe. Und ich finde, ich finde die P2LE sehr, sehr gelungen. Es gab da auch tolle Nagellacke, aber die waren mir zu grobkörnig, vom Glitzer her. Und ich finde, also mein großes Highlight ist wirklich auch die Made to Sparkle, die Lidschattenpalette, ist mal was anderes. Und natürlich hier die Frisbee-Scheibe, ne? Ja, ist auch ein tolles Geschenk. Vielleicht komme ich ja doch nochmal irgendwo dran, aber ich glaube, das ist ein Produkt, da sind viele hinterher, weil man es auch schön verschenken kann, ne? 35,7 Gramm, Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, das soll es dann gewesen sein. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen unterhalten. Heute ist Dienstag. Ich werde gleich noch zur Chorprobe fahren und ein bisschen singen. Morgen haben wir auch gemischten Chor wieder. Freue ich mich auch. Es gibt noch viel zu tun. Irgendwie ist bald Weihnachten, ne? Wahnsinn. Ja, also, falls ihr Fragen habt, dann unter dieses Video bitte. Und dann werde ich am Wochenende ein Video, werde ich euch die Fragen beantworten. Ja, genau, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich jetzt und wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und sage dann mal bis ganz bald, hoffentlich. Also, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.